Na, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir stehen jetzt hier in Schleiz und werden dann schön gemütlich nach Leipzig fahren. Wir sind dann so um 7 Uhr rum in Leipzig, laden ab in der S37, laden wieder in der V40, fahren nach Regensburg und laden in Regensburg ab. Und bis wir dort sind, wird uns ja hoffentlich eine Nachricht ereilen, was wir danach machen. Noch was laden oder Feierabend. Ja, schauen wir mal. Also, es sind jetzt 6 Grad Celsius. Wir haben geladen. 2530 Kilo. Zum Glück liegt kein Schnee. Oh je. Die Müllwerker arbeiten auch noch nicht, aber ich denke mal, die fangen dann auch in der nahen Zukunft an. So, meine Lieben, also, dann zwicken wir mal langsam auf, dass wir hier mal in die Gänge kommen. Und das, was wird heute mit der Volkswirtschaft? Also, yippie! Klang sehr überzeugend, ne? Ja. Also, dann legen wir mal los, meine Guten. So, meine Lieben, dann lasst uns den Tatsachen unverblümt ins Auge blicken. So, auf in den Kampf, meine Freunde. Wat mut dat mut. Hier vorne kommt, glaube ich, jetzt noch eine Stelle, wo es sehr huckelt, wo sie aufgerissen hatten. Ja, hier ist er. Hier hatten sie doch aufgerissen, was auch immer sie hier gebaut haben. Ich hatte noch gar keine Zeit nachzugucken. Gestern haben wir gar nicht drauf geachtet, ne? Aber ich denke mal, wahrscheinlich haben sie hier zum Subway hier irgendwie eine neue Leitung gelegt oder was das ist. Ist das überhaupt noch Subway? Ich weiß es gar nicht. So, Freunde, Madame will mich natürlich wieder auf die Autobahn Richtung München schicken, ne? Die hat manchmal Allüren, sag ich euch. Da fragst du dich echt. So, jetzt auf der Autobahn Richtung München, dann runter bis Lobenstein, Lobenstein wenden und dann wieder hoch. Ne? So findet sie das in Ordnung. Naja, wenn sie denkt, von mir aus, ich mach eh, was ich will. So, Mädel, jetzt rechne. Siehst du, geht doch. Geht doch, meine Gute. Und schon haben wir eine halbe Stunde eingespart. Ach, nee. Ich frage mich manchmal, was die sich dabei denkt. Irgendwie hat die mit der Brücke hier, aber wo wir gestern Abend hingefahren sind, gestern Nachmittag, hatte sie kein Problem mit der Brücke. Ne? Da hat sie mich auf direktem Weg
manchmal schickt sie mich ja dann auch hier Richtung Heinrich so rüber und dann über die B2 hier unter der Autobahn durch und hinten rum und da hoch und hast du nicht gesehen. Und gestern hat sie mich aber auf direktem Wege rübergeschickt, ne? Hier in die Industriestraße. Aber heute hat sie wieder mal einen Knall. So, meine Guten, wir haben es geschafft. Mit meinem Leergut konnte keiner was anfangen. Die wussten nicht, wo das hin soll. Haben sie rumtelefoniert. Das waren irgendwelche Testbehälter, die sie umgebaut haben für irgendwelche neuen Teile. Und da wussten sie nicht, wo die gebraucht werden. Also, was hieß das für uns? Warten. Aber das kennen wir ja hier. Ja, es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie wussten, wo das hin muss. Und dann haben sie sich beraten, ob sie mich hinschicken oder ob sie es gleich abladen, mit dem Stapler hinfahren. Weil hier ist ja alles Baustelle ringsrum. Und dann sind sie aber letztendlich zu dem Entschluss gekommen, sie laden es mir gleich unten ab, wo ich stand. Und im Laufe des Tages fahren sie es dann mit dem Stapler rüber. Naja, das war doch ganz nett. Fand ich jedenfalls. Ja, und jetzt haben wir Platinen geladen. 23,4 Tonnen. So, und jetzt müssen wir schauen. Ja, so gegen 15 Uhr sind wir dann unten, eigentlich 13:30 planmäßig, aber das schaffen wir nicht durch das Gemäher vorne in der S37. Das zieht sich ja dann alles. Und die Dame da vorne drin hatte schon wieder dermaßen schlechte Laune. Naja, damit muss sie klarkommen, ist nicht mein Problem. Ich verstehe bloß eins nicht, warum die Leute auf Arbeit immer so schlechte Laune haben. Dann sollen sie sich doch eine Arbeit suchen, die ihnen Spaß macht, wenn ihnen das keinen Spaß bereitet. Ich meine, was soll denn das? Wenn meine Arbeit keinen Spaß macht, dann suche ich mir eine, die mir Spaß macht. Und tue nicht dauernde Leute anflammen. Aber das sind viele hier. In diesen Büros, da denkst du immer, die haben keine Freude an ihrer Arbeit. Ziehen Gesichter und, wollte gerade sagen, ziehen Fresse, aber ganz so krass will ich es mir nicht ausdrücken, ziehen lange Gesichter. Ich sage immer, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Nee, man muss doch ein bisschen Spaß am Leben haben, ein bisschen Freude an der Arbeit. Sonst ist doch das ganze Leben nichts wert. Wenn ich jeden Tag, den ganzen Tag nur mit Fresse rumziehe, rumrenne und Leute anflammen und selber schlechte Laune habe, und mache ich mir doch auch keinen Gefallen damit.
Ich meine, die Leute, denen ich das antue, die ärgern sich. Und ich ärgere mich. Und verstehe ich nicht, aber was soll's. Sie müssen ja keinen Smalltalk mit uns halten, aber wenigstens mal freundlich guten Tag. Und mal lächeln dabei. Ich grinse immer alle an, flöte freundlich guten Tag hinein in das Fenster. Jetzt hier beim Platinenladen, das Mädel im Büro, die ist immer ganz nett. Das ist eine ganz liebe und freundliche. Wobei es auch da eine gibt, mit der hatte ich am Anfang ein bisschen mein Problem, da habe ich auch, mit der konntest du auch nicht. Aber mittlerweile habe ich mich mit ihr zusammengerauft. Neue Berechnung der Route. So, jetzt haben wir 3 Stunden 17 weg, 3 Stunden 34 haben wir noch. Also Halbzeit sozusagen. Jo, meine Guten, so ist es. Wie sieht's denn auf der Baustelle aus? Da wühlen sie und buddeln sie ganz schön, mein lieber Mann. Boah, die reißen ja alles auf hier. Oh. Alter Franz. Die rupfen ja alles auf hier. Was ist denn da los, rumänisch Kollege? Da war eine Katastrophe! Ja, Grüße! Sie wurden soeben gefilmt! Was? Sie wurden soeben gefilmt! Das finde ich cool, ich gucke das nächste Woche mal an! Ja, hier machen sie wohl schon wieder Autos kaputt! Nee, weil ich jetzt hier stehe, wir reparieren gerade jetzt. Ach so! Statt er so rauffährt, der ist doch alles leer! Was willst du tanken? Ja! Ich sattel aber ab. Was soll machen? Aber wir sind aber schon so reingefahren am Rücken. Ja, aber ich komme ja an den Bluttank nicht rein. Ach so, ja, stimmt. Aber du musst ja andersrum rein, du musst ja rückwärts reinfahren, stimmt. So ist es. Man sieht sich. Also ich muss gehen machen. Na, viel Spaß. Autos wegschaffen. Ach, und was habt ihr jetzt vor hier? Na, was ist, Kollege? Nu, was ist? Nu, Pagadi. Pagadi. Wisst ihr was? Da fahren wir hier gleich rückwärts rein. Zum Absatteln. Oh,
So kommen wir hier rum. Nee, das wird zu eng. Hier Lorenz machen sie ein alles neue Regenrinnen rein, wie es ausschaut. Hier kommen wir rum. Kommen wir rum. Oder? Nee, ich fahre lieber hier rein. Hier ist mehr Platz. Na, wird das was, Herr Meusel? Nee, das wird nix, Herr Meusel. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Der steht zu weit hinten. Da fahren wir hier daneben. Ich will bloß nicht das Schneegerüst zustellen, sonst meckern sie wieder. Stellen wir uns hier daneben. So, meine Guten, jetzt haben wir gespeist. Jetzt geht's weiter. Getankt haben wir auch. Also alles im grünen Bereich. Alle Tanks wieder voll. Spritzwasser auch aufgefüllt. AdBlue auch aufgefüllt. Diesel auch aufgefüllt. Alles bestens. So. Ach, guckt, habe ich ein Glück gehabt. Jetzt kommt der Tankwagen. Hab ich ein Glück. Nur gut, dass ich gesagt habe, ich tanke vor der Pause. Ich wollte eigentlich nach der Pause tanken, aber da hätte es mich jetzt voll angeschissen, ne? Da hätte es mich jetzt voll angeschissen. Gut, dass ich vor der Pause getankt habe. Guckt mal, hier machen sie alles neu. Die machen jetzt bis ganz runter und tun alles neu verdichten und machen. Na? Ja. Haben ja schon 100.000 Mal Flickwerk gemacht. Und jetzt haben sie eingesehen, dass es nichts bringt, das Flickwerk. Dass sie alles neu machen müssen. Ach, dort haben sie Stromkasten umgefahren. Ah, nicht schlecht. So, da hinten kommt ein Großauto. Alter, die Stroß, die ist auch nicht mehr normal. Ja, hab meinen Anschlussauftrag bekommen. Wenn wir heute abgeladen haben, ist Feierabend, Freunde. Dann laden wir morgen früh um 6 im Werk Regensburg für Leipzig. Laden in Leipzig gleich wieder. Und dann laden wir, morgen ist Mittwoch. Dann laden wir am Donnerstag in Regensburg wieder ab. Und laden dann wahrscheinlich irgendwo gleich wieder für Leipzig. Denke ich mir mal. Ja, und dann machen wir nachher schön Feierabend. Kriegen wir ja wieder schön fett 12 Stunden Pause drauf, ne? Einen zählenden Elfer. Weil wir ja mit der Schichtzeit liegen wir ja ganz gut. Haben jetzt gerade 9,5 Stunden weg.
10, halb 11, 12, also liegt mal auf jeden Fall, kommen wir lehnen auf jeden Fall mit unseren 13 Stunden hin. Dann können wir wieder schön 11 Stunden Pause machen. Und dann fahren wir morgen um 6 Uhr zum Laden. Also ich würde sagen, wir fangen 5:30 wieder an, wie das letzte Mal, wo wir in Köfring standen und auch im Werk laden mussten. Bei mir im Ladeauftrag steht Einfahrt über Tor 5. Das versuchen wir dann natürlich morgen früh, ne? Weil dann ist nämlich günstig, dann kommen wir nämlich relativ dicht an der Ladestelle raus. Da brauchen wir dann bloß noch kurz rechts rum, links rum. Und dann sind wir schon an der Ladestelle, wo wir laden müssen. Ja, so ist es, meine Freunde. Da steht ein Zirkus. Habt ihr es gesehen? Da rechts auf dem Duldplatz. Ja, von hier aus seht ihr es nicht mehr. Ich sehe es noch, aber ihr seht es nicht mehr. Aber wo wir vorne gefahren gekommen sind, könnt ihr das gesehen haben. So ums Eck. Ja, meine Guten, da haben wir dann gleich Feierabend, das ist doch schön. Die Skulpturen faszinieren mich immer wieder hier. Ich finde es schade, dass ich nicht mal hierher kann und mir die mal angucken, aber vielleicht klappt es ja im Sommer irgendwann mal. Ich muss nämlich jetzt gerade bei dem Sauwetter und bei der Kälte sein, das kann man ja auch mal im Sommer machen, wenn schönes Wetter ist. So, das Grün schaffen wir sowieso nicht mehr, brauchen wir uns gar nicht sputen. Ja, wir werden nicht bummeln, aber ich gehe davon aus, dass wir es nicht mehr schaffen. Ja, da haben sie den Camper weggeholt. Haben sie wahrscheinlich die Leute benachrichtigt. Ist ja feststellbar, wem der gehört, anhand des Kennzeichens. Na, ihr seid aber auch ganz schön eingemummelt, alle beide. Es ist wohl kalt im Auto. Heizung geht wenig. Ach, Leid. Der Mäusel wieder, ne? Ja. Ja, so ist er nun mal. So kennen wir ihn alle, ne? So, dann gucken wir mal, wie es mit dem Regen aussieht. Der ist bestimmt auch ganz schön voll. Oh ja. Der ist voll.
In den Regen fällt der Segen, der Regen. Oh, guck mal, hier ist der Fußweg schon überschwemmt. Mein lieber Mann, der ist ja richtig voll. Wir sind fast auf der Zielgeraden. Tour 5 brauchen wir gar nicht erst probieren, weil wir unser Zeitfenster eh verpasst haben. Also würde das jetzt sowieso nicht funktionieren. Bleibt uns also nichts anderes übrig, als zum Tor 1 reinzufahren. So, da brauche ich unseren Lieferschein. Den stelle ich mir gleich mal hierher. Hier unten her. Da habe ich ihn nämlich bei der Hand. Den brauche ich nämlich dann gleich zum Vorzeigen. Wenn du reinfährst ins Zwerg zum Tor 1, wollen sie nämlich einen Lieferschein sehen, wenn du mit ZWV oder CHIT kommst. Hat ich euch aber, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Weil wahrscheinlich schon irgendwie Kollegen reingefahren sind und keinen Lieferauftrag hatten da drinnen und da drinnen dann irgendwo sich hingestellt haben und haben gepennt. Und das geht ja mal gar nicht, ne? Also sie lassen einen nicht raus, dann muss man drinnen pennen. Ja, aber sonst ist das nicht in Ordnung. Nee, wir suchen uns dann draußen was, wir gucken mal in Neutraubling und wenn in Neutraubling nichts frei ist, dann fahren wir runter nach Köfering und dann sind wir auch auf der sicheren Seite und können dann morgen auch, fangen wir 5:30 an und können dann 5:45 dann rüberfahren ins Werk wieder, dann sind wir auch 6 hier. Und vor 6 fangen die ja sowieso nicht an im Berg. Die Nachtschicht, die tun ja nichts verladen. Die tun ja nur abladen, wenn du was bringst. Und dann musst du da anrufen. Und dann kommen die nämlich mit Stapler und jemand, der sich im Computer auskennt. Und die tun dann ja bloß abladen. Beziehungsweise, wenn es ein Rundlauf ist, halt das Leergut verladen. Ne? Aber ich kriege ja wahrscheinlich voll gut. Weil das ja für die W21, es geht ja in Regensburg in der W21 und da denke ich mal, das ist voll gut. Vermute ich mal ganz stark. So, um 4 stehen wir an der Abladestelle, das passt schon. Könnte man, wenn es glücklich läuft, um 5 raus sein. 5:30 stehen. Dann haben wir 12 Stunden Pause. Fetzt doch. Und die zählen dann sogar die Elfe, weil ja von den 12 zählen dann Elfe, weil ja wir unter 13 Stunden Schichtzeit liegen. Wir haben jetzt 10:48 weg Schichtzeit und Lenkzeit 7:04. Passt schon. Das passt schon. So, Freunde, ihr kennt ja euer Schicksal, ne? Ihr kennt ja euer Schicksal. So.
so, meine Guten. Jetzt ist gleich Feierabend. Jetzt gucken wir in Neutraubling und wenn da nichts ist, dann fahren wir nach Köfering. So viel Zeit haben wir noch. Wir haben gerade 12 Stunden Schichtzeit weg und 7 Stunden 20 Lenkzeit, also schaffen wir alles noch in unseren 13 Stunden. Alles noch im grünen Bereich, Freunde. Das hat jetzt hier auch wunderbar geklappt. Da standen zwei Coil-Autos drinnen. Ich konnte aber gleich reinfahren und in der Zeit, wo der die zwei Coil-Autos mit dem Kran abgeladen hat, habe ich gleich noch aufgemacht, Gurte abgemacht, alles. Dann kam er schon mit dem Stapler, hat schon abgeladen und also alles ging super. Konnte man nicht meckern. So, meine Guten, Feierabend ist, dunkel ist, nass ist, kalt ist, 5 Grad sind bloß noch, es regnet, Manu, ist doch blöd. Naja, im Dunkeln macht es eh keinen Ätz, irgendwo hinzulaufen. Das macht keinen Spaß. Also, meine Freunde, wir haben es mit unseren 13 Stunden Schichtzeit geschafft. 12 Stunden 40 haben wir weg. Ja, und ein bisschen was, knapp 8 Stunden Lenkzeit. Langt heute. Jetzt machen wir hier schön Pause bis morgen früh 5:30. Und dann fahren wir wieder rüber ins Werkladen. Dann fahren wir hoch nach Leipzig, laden ab. Laden dann gleich wieder. Oder wie oder was? Also wir laden morgen früh um 6, dann laden wir morgen Mittag, wenn wir oben sind, ab in der W21. Dann fahren wir rüber in die W35. Laden dort wieder. Und dann gucken wir, dass wir noch ein Stückchen runterkommen. Weil wir dann erst übermorgen hier unten abladen müssen. Also ganz entspannt, Freunde. Mal gucken, wie weit wir noch fahren dann morgen. Wenn wir dann, haben wir 6 Stunden weg. Ja, wenn wir es mit der Schichtzeit hinkriegen, könnten wir noch locker bis Windisch-Eschenbach fahren. Das wäre dann machbar. Also entweder Hermsdorf oder Windisch-Eschenbach oder Schleiz, das gucken wir mal, irgendwo so zwischendrin. Zwischen Schleiz und Windisch-Eschenbach stellen wir uns nirgends hin. Na, wisst ihr Bescheid. So, Freunde. Dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Och, der Mäusel ist eine trübe Tasse. Alter, die pfeifen hier durch alle. Als ob es keinen Morgen gibt. Naja, egal. Also Leute, tschüss. Bis morgen, 5:30.